Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute habe ich ganz besondere Gäste. Seniorenzocken ist bei mir. Peter und Milita. Und wir werden jetzt gemeinsam mit Samira und Ella, unseren zwei Weihnachtselfen, Weihnachtskekse backen. Ich glaube, dieses Video wird alles andere als normal, aber es wird gut. Wir geben uns Mühe. Ja, wir geben uns Mühe. So, die Ella hat schon angefangen. Eigentlich wollten wir kurz die Zutaten zeigen. Wir haben hier nämlich ein bisschen Mehl. Da haben wir jetzt ein Dinkelmehl, etwas Butter, Zucker, Salz, Eigelbe und wir nehmen Tonka Wonka. Okay, wir machen einfach einen ganz normalen Butterteig. Wunderbar. Ich würde sagen, ich überlasse jetzt euch kurz die Küche. Gut. Ihr dürft nämlich mit Ella zusammen schon mal die Butter mit dem Zucker und den Eiern berühren. Ella, mach mal hier ein bisschen Butter rein. Genau, ein bisschen mehr. Salz ist auch drin. Sei nicht so geizig mit der Butter. Ich nehme die ganze Butter. Warte, Mehl noch nicht? Mach mal ein bisschen mehr rein. Jawohl. Alles rein. Alles da rein. Jawohl. Und noch mal. Oh, das hast du schon toll gemacht. Hier. Genau, guck mal hier einmal auf eins. Ja, dann ist gut. Und dann kannst du hier noch einmal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Da hier. Gut, gut. Guck mal, Ella, jetzt. Das ist uns nicht um die Ohren wie. Nein. Ihr müsst die schön festhalten, die Schüssel. Ja, ich halte ja hier schön fest. Um die Ohren. Wollt ihr alle einen Kinderpunsch trinken? Wir haben Kinderpunsch gemacht. Oh, ja, was ist denn da drin? Alles in den Kinderpunsch. Zimt und Kirschsaft. Und ein Schnaps für mich? Nee, ist ja Kinderpunsch. Oh, Kinderpunsch. Aber finde ich auch irgendwo. Ja, mach mal ein bisschen höher, die Stufe. So. Das ist ja ein bisschen niedrig, was du machst. Warte. Du kriegst ja nicht. Oh, das war nicht verkehrt. Nein, warte mal ab. Du jetzt geht es hier raus. Ab wie so ein Traktor. Ja. Da geht er ab die Luzi. Und was kommt das jetzt rein? Was ist das? Oh, weißt du, wie viel da reinkommt? Das ist das Süße, was wir vorhin probiert haben. Das Leckere. Oh, mach nicht so viel rein. Oh. So, stopp. Das ist ja zu viel. Soll ich mal machen, Peter? So, Dankeschön. Hoppilein, Hoppilein. Ist da nicht schon genug drin davon? Das ist Vanille. Auf die Butter geht's. So weit nicht. Das ist Tonka-Bohnen. Tonka-Bohnen. Habt ihr das schon mal? Riech mal. Riecht toll. Riecht gut, gell? Sehr gut. Ja. Wonach riecht es für dich? Weil jeder definiert das ein bisschen anders. Ist das so ein bisschen Mandel? Ja, du riechst Mandel. Bisschen ne? Mandel. Was riechst du, Melita? Bei Tonka? Für mich riecht es ja wie Waldmeister so ein bisschen. Ja, ja. Und jetzt machen wir hier noch Mehl rein. Will, ja, der will schöne Kekse backen. Das heißt, der muss haben 7 Sachen. Ja, Eier und Mehl. Salz. Zucker und Schmalz. Salz. Milch und Mehl. Ja. Safran macht den Kuchengel. Jawohl. Genau. Ja, bitte. Genau. Guck, das sind Tonka-Bohnen. Aha. Und aus denen machen wir die Kerze. Toll. Das sind die Tonka-Bohnen. Die darf man aber nicht so essen. Oh, die sehen ja in schwarz aus. Sonst kriegt man Kopfschmerzen. Ja? Ja, die sind giftig, wenn man zu viel davon isst. Also dann machen wir die so sofort wieder weg. Und Muskat. Genau, Ella, wir machen die wieder hier rein. Papa, ich will. Du willst kneten? Na komm. Mach ein bisschen langsam. Ach, guck mal an, sie hat das alles im Griff, ja? Die Löffel oder die Kelle nehmen, den noch auskratzen da. Guck mal. Na ja. Guck dir das mal an, ja? Ihr kocht schon lange mit bei eurer Mama, ne? Ja? Ja, die Samira ist schon von Anfang an dabei. Und was macht dir am meisten Spaß? Ja? Das Naschen. Das Naschen, ja auch. Ich glaube, ich nasche jetzt mal. Deine Mutti guckt gerade nicht hin. Das schmeckt ja jetzt schon, da brauchen wir ja nicht backen. Samira, nimm mal die Ärmel ein bisschen hoch, genau. Und gleich haben wir genug Teig, ne? Das machen wir gleich nochmal in Schoko-Variante. Das macht Spaß, ne? Weihnachtsmantel mit 3 Generationen backen. Was willst denn du später mal werden? Bäckerin? Ich möchte Künstlerin werden. Warte mal, Künstlerin? Für was? Ach so, malen, ne? Sehr schön. Was hast du gearbeitet? Ich habe Bäume gepflanzt. Oh. Da gefällt es dir draußen im Garten, ne? Nee. Ich war beim Gartenbau und Landschaftsgestaltung. Ah, okay. Ja, und dann, weißt du, dann habe ich ganz früh geheiratet. Tja, und dann habe ich eine ganz große Familie. Sehr groß. Was heißt sehr groß? 7 eigene Kinder. Wow. 13 Enkel, 16 wow. Urenkel. Das ist ja türkische Verhältnisse sind das bei euch. Ja, das haben die für uns immer gesagt. Ja, der Murat, gell, der Papa, der hat nämlich auch, die sind zu 6.
Wir sind zu fünf Geschwister. Mhm. Und mein Papa, der hat sage und schreibe 9 Geschwister. Ja? Ja, das war das aber normal. Aber mein Leben ist es gar und gäbe, ja? Schönen großen ja. Kochkoffer voll kochen, war das ja? Und gäbe. Ja. So ein 10-Liter-Topf. Ja, hat man da so einen Riesen. Das muss aber auch noch rein. Pass mal auf. Jeden Tag ein Brot oder anderthalb. Ja. Ach, wie schön. So, guck mal. Also normalerweise muss der Teig jetzt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Ja, der muss erstmal ruhen. Der muss jetzt erstmal ruhen. Mhm. Ich habe aber, weil ich wusste, die Mädels sind so eifrig, habe ich schon mal einen vorbereitet. Das heißt, wir können gleich weitermachen. Gut. Dann packen wir den nämlich. Von dem können wir jetzt naschen oder wie? Ja, den tun wir auch kühl stellen, dann haben wir später noch mehr Kekse. Guck mal, den kannst du jetzt flach hier drauf drücken. Dann decken wir den ab. Wir wollen ja ganz viele Kekse backen. Ganz viele. Und vor allem wollen Melita und Peter ja auch Kekse mitnehmen. Ja, einen ganzen Koffer voll. Du. Ja. So denkst du, was da los ist? Alle so. Nach Berlin. Wer will noch naschen? Wer will noch naschen? Nehmt euch noch ein bisschen. Ein bisschen, Samira. Peter, das ist so lecker, ja? Ich habe ja schon genascht. Nicht zu viel, nicht zu viel. Da ist nämlich Mehl drin. Und ich rohes Mehl essen macht immer Bauchschmerzen. Das weißt du, ich habe schon genascht. So. Ich habe ganz was Tolles für dich mitgebracht. Ehrlich? Ein Kunstwerk von mir, weil ich gerade sehe, du schraubst da an diesen ja. Teigroller. Oh, das ist heiß. Hier, für dich. Oh. So. Ach, wie schön. Alles Liebe für deine hast Küche. Hast du das selber gemacht? Den habe ich selbst gemacht. Oh, danke. Ein Kunstwerk. Das ist Buntart von Bitte Color. Aber ist nicht zum Benutzen, ne? Nee, das ist, solltest du eigentlich aufhängen. Das mache ich. Das oder kommt dann an unsere was? Wand. Genau. Guck mal. Hat der Peter selber ja, gemacht. Auch so machen, ne? Du hast auch was in der Schule gemacht. Ja. Magst du mal holen? Mhm. Oh, die Samira hat nämlich was für euch gemacht. Aha, na, ja, schön. Ist ich glaube, hier ist Samira. Guck mal, da drüben. Ich habe so Stühle und Möbel. Auch Stühle und Möbel. Ui, was hast du denn da? Wow. Ach, das ist ja toll. Das tun wir jetzt gleich mal hier nach hinten. Ach, ist das süß! Guck mal, das müssen wir zeigen! Das ist für mich jetzt. Ach so! Du willst mich schon wieder. Du willst alles haben. Ich wollte gar nichts haben, ich wollte es nur zeigen. Das ist so niedlich gemacht. Einmal so. Ach so, damit ihr das mal alle sehen könnt, ja. Haben die Kinder für uns gemacht? Ach, das habe ich nicht so schnell begriffen. Das ist ja süß. Also. Die Melita, die ist schon Kamera erfahren, ne? Ja. Das merkt man richtig. Profi. Ist das niedlich? Süß. Dankeschön, danke. Sehr schön habt ihr das. Die Samira schön gemacht. Samira ja? hat das gemacht, deine Schwester. Oh. Prost und nochmal vielen Dank für die Einladung, Sally. Das wir stoßen jetzt mal mit Kinderpunsch an. Ja. Ja. Prost. Prost. Prost, Prost Melita. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns ja auch darüber. Ja. So. Den weiten Prost. Weg aus Berlin hierher. Samira. Ellie ist beschäftigt jetzt. Magst du auch Prost machen? Ja. Oh, lecker. So. Ja, kapp ich das mal kurz weg. Ich hole mal kurz den Teig. So. Was sind denn eure Lieblingsgeräusche? Meine sind Schneeflocken, aber die haben wir gerade nicht drauf. Genau, so ein bisschen. Und meine Auslöcher sind alle. Wir reduzieren das Ganze mal auf. Ah, hier. Hier. Sei doch nicht mal so gastig zu mir. Du siehst ja aus wie ein Osterhäschen jetzt. Ja, siehst du. Aber jetzt kommt der Herr, der erstmal der Nikolaus, dann der Weihnachtsmann. Weil wieso willst du aus mir einen Hasen machen? Jetzt werden Kekse gebacken. Zelle lehnt uns nie wieder ein. Aber na klar. Doch, doch, jederzeit. Wenn wir die ganze Küche so durcheinander bringen, dann werden wir nie wieder eingeladen. Wo gehobelt werden, da fallen Späne. Oh, ich werde nicht gepudert. Wir lernen deinen Kindern Sachen. Das geht ja gar nicht. Jetzt reiß dich zusammen. Die Kinder, was sollen die denn denken? Ruhe, wir waren auch welche. Wir waren auch mal Kinder. Wir haben dieselben Dummheiten gemacht. Das geht nicht. Ja. Dann brauche ich mich jetzt nicht mehr zu waschen, das lasse ich dran. Gleich rollen, jetzt wird gerollt. Ja. Teigrollen. Ja. Ich will auch Teig. Ja, ich gebe dir sofort. Ich habe gerade nur vorgeknetet. Guckt mal, hier könnt ihr jetzt den Teig nehmen. Lass mal die Melita die Rolle drehen jetzt hier.
Melitta dreht jetzt die Rolle. Hast du auch Rosinen oder Sultanin oder sowas? Ja. Gut. Hab ich. Und ich mach Gehirn. Oh ja, stimmt. Wir könnten auch Nüsse drauf machen. Ja, das können wir auch. Oder später Zuckerguss. Bunten Zuckerguss. Nein! Und dann können wir den färben und was drauf machen. Ja. Ja. Vielleicht, dass du Profi bist. Ich bin kein Profi. Du kannst auch gerne noch ein bisschen Mehl haben. Ja, ich habe auch die ich habe Rollen dran. Dann wird der genau exakt 5 mm dick. Ja. Das wird sich dicker und auch nicht müder. Genau, dann backen alle gleichmäßig durch. Ja. Noch nicht ausstellen. Noch nicht, Ella? Ist doch noch nicht so weit. Und wenn er unten klebt, können wir ihn auch so ein bisschen. Bisschen locker, ablösen. Ja, genau. Das ist gut. So, Mehl ein bisschen drunter. Mehl drunter. So, du darfst jetzt das erste ausstechen. Ich mach wieder hier. Guck mal. Hopp. So, und jetzt hätte ich gerne zwei Rosinchen für Augen. Oh ja. Kommen wir später. So, und das kommt wahrscheinlich auf das Schwarze. Guck mal. Genau. Ella. Stern. Ella, nicht mitten rein. Immer schön am Rand, ne? Der Stern ist jetzt für dich. Von Rio. Stern von Rio. Raus. Ella, mach nee, mal nee, warte mal. Noch nicht rausmachen. Ich mach noch eins hier. Da machen wir nachher richtig schöne Kekse. Warte mal. Pass auf. Warte mal. Peter, Weihnachtslied. Ich backe auch Kekse. Ja? Ja. Schön. Kennt ihr ein Weihnachtslied? Sollen wir eins zusammen singen? Da musst du mit dem Ding runter. Ja. Ihr stimmt an und wir singen mit. Ja. Sollen wir in der Weihnachtsbäckerei singen, Ella? Kennt ihr das überhaupt in der Weihnachtsbäckerei? Ja, das passt. Stimmt mal an in der Weihnachtsbäckerei. Und los, Samira, du kannst gut singen. So geht's doch los, ne? Warum ich alleine? Doch, ich singe mit. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knecht eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept gemacht? Versteckt. Machen wir nicht tolle Sachen? Okay, wie geht's weiter? Den lernen wir noch mal. Ich weiß nur noch, sind die Finger rein? Sind die Finger rein? Aber das sagen wir jetzt nicht. Nein. Das kommt nicht. Das können wir nicht sagen. Habt ihr aber schon gesagt? Denken wir uns. Nein. Das hat er nicht gehört. Nee, ich muss erst mal zusammenknien dann. Mach den nochmal. Ich finde, an Weihnachten braucht man auch gar nicht so viele verschiedene Plätzchenrezepte. Die Ausstecherplätzchen, Butterplätzchen. Das sind die schönsten. Ja. Sind die besten. Kannst du Marmelade dazwischen machen, Rosinen, Mandeln. Schokolade. Das ist traumhaft schön. Zuckerguss. Und dann habe ich gesehen, hast du einen super buntes Sortiment. Ja. Da kann man ja richtig bunte Kunst machen. Ja, kann man richtig schöne Habt ihr schon die Zuckerstreusel drauf malen? Ja. Ach, das ist ja toll. Du kriegst Mann, das ist ja ein ganzes Arsenal voller Streusel. Na, da können wir ja heute Stresskekse machen. Ja. Zum Anstecken. Genau. Ist die süß. Süß. Und alle Farben. Das Guck ist mal, du kannst dir eine Kette machen, da sind Perlen drin. Ist die süß. Alle Farben. Ja. Das ist sehr toll. Ihr dürft dann welche aussuchen. Das gehört alles zu deinem Sortiment. Für Augen, ja. Und so kleine. Wunderschön. Für Augen. Hier, guck mal da. In Deutschland gab es nie so buntes Zeug. Ja. Das ist total toll. Das sind Buchstaben. Ja, da kann man aber Lippen draus machen oder irgend so was. Guck mal nicht, dass du dir eine Perlenkette da draus machst. Ja, die backen wir und dann. Ach so! Das hinterher. Nein, ja, sag mal, was machst du denn da? Ja, der schmilzt ja, ne? Ja. Der schmilzt. Und das ist jetzt, Zucker. Jetzt hat der Stern einen braunen Fleck. Das ist ein Leberfleck. Was soll's? Der hat jetzt einen Leberfleck, genau. Ich fräte die jetzt noch kurz ein, dann behalten sie beim Backen nämlich schön die Form. Ja. Und dann kommen sie im Backen. Oh, das sind so tolle Sachen. Da kann ich noch was machen? Nee, die muss auch platt machen. Hier ist noch Teig. Ja, genau. Und noch Mehl. Genau, immer wenig Mehl, sonst wird er zu trocken. Und dann am stauben besten die immer, Kekse, ja. Genau, und am
besten immer ein bisschen mitdrehen, jetzt in die Richtung. Immer schön ohne, genau, ohne viel Kraft. Langsam rollen. Das ist toll, dieses Nudelholz. Ja. Und vor allem hat man ja oft das Problem, dass die Kekse ungleichmäßig dick sind und dann verbrennen sie oder sie bleiben zu hell. Durch den Druck, wenn du da leicht drückst, gleichmäßig flach. Samira. Muss ich mir mal angucken. Oh, hübsch. Das ist ja süß. Das ist auch süß. Komm mal her, Josh. Guck mal. Das ist toll, oder? Sehr schön. Den dunklen Stern. Den Stern von Rio? Da muss Selly ran. Siehst du, Selly kann gute Kekse backen. Melita kann das auch richtig gut, das sieht man. Ja, hat schon Erfahrung mit den Kindern und Enkelkindern. Melita, mal mit einer großen Familie und du machst nichts zu Weihnachten. Was haben wir gebastelt? Das glaube ich, ja. Wir können gleich während der Backzeit noch ein bisschen den Tannenbaum dekorieren. Ja, das machen wir. Und am besten immer gleich große Kekse auf ein Blech, dann verbrennen die nämlich nicht. Dann ist die Backzeit nämlich gleich. Bravo, ja, das hast du. Ja, machen wir da so die großen drauf und hier so die bisschen kleineren. Wenn ihr beim Backen drauf achtet, dass gleich große Kekse auf einem Blech sind, haben sie auch die gleiche Backzeit und dann verbrennt auch nichts. Und alles ist gleichmäßig durch. Konsole machen. Oh ja, das ist eine coole Idee. Das ist schon unser sechstes Blech hier. Ja? Ja. Och, dann sind wir ja fleißig. Guck mal, ich habe einen ganz besonderen Keks. Haschkeks, das ist ja süß. Lass dir den Stempel. Oh, das wäre es ja jetzt überhaupt noch. Ich mache Haschkekse. Aber nicht für die Kinder. Aber süß, ne, der Stempel? Total süß, ja. Soll ich ein paar machen? Kannst du mitnehmen? Ja, gerne. Okay. Das finde ich total witzig. Mein Partner lacht sich tot. Das ist ein Stempel, ja? Das ist ein Stempel, genau. Langsam, Ella, langsam. Toll. Nicht so feste drücken. Und das Witzige ist, bei uns hier im Süden sagt man ja nicht hast du Kekse, sondern hast Kekse? Hast Kekse. Hast, ja. Die Ella hat auch einen Haschkeks gemacht. Nasch mich, ich bin der Haschkeks. Ella, dann wirst du wahrscheinlich lustig oder müde. Ja, ja. Bei uns gibt es nur Vanilleextrakt oder Tonka. Kinderkekse. Ja. Kekse, die einem gut bekommen. Ja. Danach sind wir nicht benommen. Ja. Habt ihr bei euch in Berlin auch Butterbrezeln? Ja, ne? Die schmecken aber nicht. Nee? Nee. Die bei uns hier, die schmecken. Ja. Ne? Bei uns sind die immer schon so ausgelaugt, so alt. Ein bisschen Butter drüber und das war's. Echt? Och je. So alt. Und die frieren wir jetzt auch kurz ein, dass die beim Backen die Form behalten. Dann kann man es auch nach dem Backen schön lesen. Mutti war Lehrerin gewesen? Ja. Schön. Grundschullehrerin. Ja, toll. Oh. Bist du welche Klasse? Bis zur 4. Also nee, ich hatte eigentlich auch die Hauptschule. Hatte ich auch größere Kinder in Hauswirtschaft, die 9. und die 10. Das macht heutzutage keinen Spaß mehr. Ja, also bei uns hier auf dem Land finde ich es noch doch schön. Wahrscheinlich doch noch, ne? Ja. Aber in der Stadt sind die Kess. Ja, da haben die auch in der Grundschule noch keine Handys, größtenteils. Ja, ja. Und da sind die Kinder echt lieb. Ja, das glaube ich auch. Nee, bei uns ist es schlimm. Fiel mir ganz schwer, der Abschied. Bei uns sind die Lehrer meistens krank, weil die Kinder sie krank machen. Aber eigentlich sind es nicht mal die Kinder, sondern die Eltern. Natürlich. Ja, die Kinder Eltern können ja nichts dafür. Das liegt an die Erziehung. Ja. Also bei uns waren noch strenge Sitten. Ja? Wenn die Lehrerin kam, haben wir gestanden wie eine Eins. Ja. Dann ein Begrüßungslied gesungen. Ja? Und dann setzt euch, dann haben wir uns gesetzt. Ja. Und dann hob eure Hefte vor und so. Es hat niemand etwas gemacht ohne den Befehl der Lehrerin.
Aber heutzutage ist das so, dass die Eltern nicht mal mehr Respekt vor den Lehrkräften haben. Das glaube ich auch. Na, ja. Die Kinder haben ja nicht mal Respekt vor ihren Eltern. Wie sollen genau. Die da Respekt vor dem Lehrer haben? Ja. Hm. Ja. Oh, das ist ja ein richtiger Weihnachtsduft. Ja. Vorsichtig, ganz heiß. Ich nehme die mal hier raus. Oh Mann, sind die freundlich. Die lachen ja. Die sind echt schön. Die Kekse. Ist die schön. Darf ich dir das rübergeben? Natürlich. Bitte. Danke. Das ist Handpflege. Fett. Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Schön. Ich glaube, das ist so der Part, wo ich mich rausnehmen kann. Ich trinke jetzt meinen Kinderpunsch und esse einen Keks und ihr dekoriert einfach, oder? Wir sollen jetzt hier reden. Ja, ihr macht es so wunderbar mit den Kindern. Ja, guck mal hier. So sieht, ja, nur fehlt bloß das Weiße. Schön. Ja. Sieht ein bisschen aus wie Elvis Presley. Also Sally, so schöne Sachen, so schöne Farben und alles. Es macht richtig Spaß bei dir. Ja, mit euch macht es auch Spaß. Und wir haben ja auch noch richtig Spaß beim Zocken, ne? Ihr zeigt mir ja, wie man zockt. Ja, das machen wir nachher. Ja, weil ich bin nicht so der große Zocker. Ja, dann nicht so gucken wie meine Mama. Wahrscheinlich. Siehst du? Du hast es uns jetzt verraten. Ach, Ella. Ja, Kinder sind so ehrlich. Ja, süß. Ja, Kindermund tut so. Wahrheit kund. Ja? Und jetzt machen wir Kinder betrunkene und Leggings, sagen immer die Wahrheit. Ja. Mit Kaviar, die schwarzen Perlen. Das ist hier. Wow, Upsi. Ella. Darf ich noch mal die das schwarze Leute Zeug kommen. Haben, bitte? Oh, Ella, guck mal. Ja. Schön, gell? Hier, kannst du es wieder haben. Und den Stern. Also, du bist gerade dabei, mach den mal irgendwie weiß. Aber nicht die Knöpfe. Ich kann ihn dir nur rosa machen. Ein rosa Schneemann. Dann gibst du rosa Schnee, ja. Ja, das drei Generationen Plätzchen backen macht ziemlich Spaß, oder? Ja, macht ja, Spaß. Ja. Ja. Und ich fand es auch richtig schön, dass ihr zu Gast bei mir in der Küche wart. Also ihr könnt wirklich jederzeit kommen. Ja. Könnt zu jeder Jahreszeit zusammen backen. Oh, ja. Anrufen genügt. Anrufen genügt. Ich denke, ja. Und wenn ihr dieses leckere Plätzchenrezept haben wollt, dann schaut einfach auf meinem Blog vorbei, auf sallys-blog.de oder in der kostenlosen App. Da findet ihr das Rezept ganz genau. Könnt es euch als Favorit speichern und immer wieder Plätzchen backen. Und ich glaube, wir schnappen uns gleich noch so einen Kinderpunsch, genau. Setzen uns hin und essen unsere Kekse. Ja, das machen wir jetzt. Richtig toll, dass ihr den weiten Weg aus Berlin hergekommen seid. Danke, schön, dass du uns eingeladen hast. Ja. Und wollt ihr noch zum Abschluss ein Lied singen? Ja. Okay, was singen wir? Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Schneeflöckchen. Jetzt singen wir mal. Ja. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Malt Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Und wir haben uns gern. Ja. Genau. Und wir waren gerne bei dir gewesen. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Noch sind wir hier. Ihr seid hier, wir haben noch Zeit. Und ihr könnt einfach noch zuschauen.